Im vorangegangenen Video ging es um Utopien und um Realpolitik. Ja, was ist schon real? Da habe ich auch am Schluss wieder gegen Ende des Videos darauf hingewiesen, dass real auch wieder, da bräuchten wir wieder Wissen, konkretes Wissen, konkrete Wahrheiten, Greifbares. Haben wir das? Naja, zumindest können wir uns einige reale Fiktionen ausdenken, was ja ein Widerspruch in sich an und für sich ist. Was wäre, wenn? Und ich bin auf die Grünen zu sprechen gekommen, weil sie sehr viele solcher Fiktionen im Kopf hatten, zumindest ein Teil von ihnen, die früheren Wähler, die jetzt gemerkt haben, die machen ja gar nicht das, was wir uns erträumen. Die machen ja Realpolitik, die spielen ja sogar mit beim Krieg in einer Partei, die mal gegründet wurde von Pazifisten. Pazifismus ist Utopie, wissen wir. Schön, wunderschön. Ich hätte auch gern ein Stück davon. Aber spätestens, wenn wir darüber reden, soll dann auch Notwehr nicht mehr erlaubt werden, muss eigentlich klar sein, das ist ein heißes Eisen. Pazifismus. Aber genauso wie ich als Jugendlicher den Pazifismus unterstützt habe, damit wenigstens ein paar Leute da sind, die diese Idee hochhalten, damit die nicht ganz untergeht im Wirrwarr menschenfeindlicher Geschichten. Genauso müssen wir jetzt die Grundideen der Grünen hochhalten, auch wenn sie Utopie bleiben. Artenschutz, Tierschutz, den Menschen vor dem Aussterben retten durch Klimaschutz, das ist, wenn überhaupt, dann nur global, international zu machen. Und dazu haben wir weder den Auftrag noch die Macht. Und da wird es auch immer die ganz großen Schweineniegel und Egoisten und auch vielfach große Dummköpfe geben, die leider, leider immer wieder gewählt werden und dann so viel Macht haben, das alles zu verhindern. Es wäre also wünschenswert, wenn die Herren, oder fangen wir mit der Dame an, die ja nicht mal mehr Bundeskanzler werden will, oder Bundeskanzlerin. Schade. Aber natürlich auch gut, weil sie ist meines Erachtens absolut überhaupt nicht dafür geeignet. Sie ist auch als Außenministerin eine Katastrophe. Die nimmt doch keiner ernst. Nimmt die irgendjemand ernst? Ja, ein kleiner Flirt wäre schon nicht schlecht. Süße Maus ist durchaus auch mein Typ. Aber Außenministerin? Robert Habeck ist da wohl der, der am meisten ernst zu nehmen ist. Den könnte ich mir gut als Bundeskanzler vorstellen. Ich habe ein tolles Buch von ihm gelesen. Psychologischer oder philosophischer. Philosophischer natürlich, philosophischer Natur. Habe ihn auch mal erlebt in Fett, in meiner aktuellen Heimatstadt, bei einer Wahlveranstaltung. Hat sehr viele Dinge gesagt, die mir eingeleuchtet haben. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, er versucht, das zu machen, was machbar ist. Was ihm natürlich schon wieder unendlich Feinde einbringt, bei den Grünen und auch bei anderen. Das ist dann schon wieder Verrat an der grünen Sache. Aber da wären wir wieder bei der Frage, lieber Realpolitik als Utopien, die nicht zu verwirklichen sind. Träum weiter,
Ich würde mir also wünschen, dass unter den durchwegs schlechten Angeboten von Seiten der Politik sich die durchsetzen würden, die in kleinen Schritten, Schritt für Schritt und immer wieder unter dem Verdacht, die große Sache eigentlich zu verraten, in kleinen Schritten versucht, das Leben jedes einzelnen Menschen auf der ganzen Welt glücklicher zu machen, bei dem Versuch würde ich dann natürlich bei den AfDlern oder sonstigen menschenfeindlichen Großdenkern zum Staatsfeind Nummer 1 mutieren. Aber man kann halt nicht alles haben. Deswegen mein bescheidener Versuch, solche Videos zu machen. Utopie wäre zu glauben, das guckt mal ein Rechtslastiger, ohne dass er mir eine Hassbotschaft schickt. Da hat mal einer den Mut, wirklich mit mir drüber zu reden. Ich bin für Diskussionen jeder Art bereit und ich mag's, wenn die Fetzen fliegen. Und ich mag viel lieber jemanden, der eine andere Position hat als ich. Weil ich will noch was dazulernen. Und meine Position sollte ich mittlerweile kennen, was aber leider auch nicht so ganz der Fall ist. Aber in Zusammenarbeit mit Gegenargumenten kommen wir der Sache schon gemeinsam viel näher. Ich Gegenargumente für dich, du Gegenargumente für mich und dann gemeinsam glücklich auf dieser Welt leben und glücklich sterben. Das wär's doch, oder?